Es ist dies die Geschichte einer vergessenen Legende und des ehrgeizigen Versuchs, nach einem Dreivierteljahrhundert eine Wiedergeburt zu ermöglichen. Dem genialen Konstrukteur Lazar Chargorodsky und dem Aerodynamiker Reinhard Freiherr von König-Faxenfeld gelang damals ein technisch und optisch herausragender Meilenstein der Automobilgeschichte. Dieser stromlinienförmige Hanomag-Diesel aus Hannover ging im Februar 1939 auf der Autobahn bei Dessau an den Start. Dank der ausgefeilten Aerodynamik und des modifizierten 1,9 Liter Dieselmotors wurden 4 Weltrekorde herausgefahren. Mit Hanomag-Sportleiter Karl Häberle am Steuer erreichte das Fahrzeug 165 km/h. Als alliierte Luftstreitkräfte die Stadt Hannover wenig später in einen Bombenteppich verwandelten, wurde auch das zukunftsweisende Unikat zerstört. Horst-Dieter Görg, Sprecher des Arbeitskreises Technik und Industriegeschichte. Er hatte Kenntnis erhalten von Aufzeichnungen und wenigen Fotos in staubigen Archiven. 70 Jahre nach den Rekordfahrten kommt den Mitstreitern im hannoverschen Arbeitskreis der Gedanke, das Ereignis von 1939 mit einem Kraftakt zu würdigen. Erfahrungen mit ehrgeizigen Projekten dieser Art hatte der Aktik gerade mit dem originalgetreuen Nachbau des Carl-Jato-Flugdrachens von 1903 gewonnen. Nun konnten es die aktiven Schrauber der Hanomag IG kaum erwarten, in diesem Oldtimer-Umfeld im südniedersächsischen Störi ans Werk zu gehen. Doch bis diese Aufnahme auf der Designers Night zum Auftakt der IAA 2013 ermöglicht werden konnte, war es ein langer Weg. In Archiven waren immerhin Zeitungsartikel, Fotos und Blaupausen von 1938 entdeckt worden. Fahrgestell, Bremsen und ein 1,9 Liter Diesel aus der damaligen Serienproduktion konnten mit Unterstützung der ersten Sponsoren und Gönner erworben werden. Nach gründlicher Überarbeitung gelang der Schraubergemeinschaft Kratt in Störi bei Buckenem der erste, wenn auch noch qualmende Probelauf des Motors. Längst diente ein Holzmodell auf Messen und Ausstellungen als Eyecatcher, um damit weitere Sponsoren zu gewinnen. Dazu gehörte seit Anfang 2012 auch die Firma Techniken Design, die sich an eine dreidimensionale Präsentation des Hanomag Stromlinienautos in höchster Qualität und Detailtreue heranmachte. Mit dem sogenannten Digitally Centric Fluid Design Process wurde eine unverzichtbare virtuelle Rekonstruktionsvorlage geliefert. In den Techniken Design Studios entstanden damit Daten für fotorealistische Visualisierungen des Weltrekorders und damit zugleich für ein hochwertiges Fräsmodell im Maßstab 1:3. Die Firma RTC in Mettmann produzierte auf dieser Basis Anbauteile wie Lampen, Kühlergrill, Türbeschläge, Räder und Radkappen im 3D-Druckverfahren. Im Ergebnis entstand ein bis ins kleinste Detail authentisches Abbild des Hanomag Rekorddiesels. Dem Innenleben ist zunächst virtuell ein attraktives Gesicht gegeben worden, auf der Grundlage anderer Hanomag-Pkw der damaligen Zeit. ...98 Meter Konstruktionsrohr, gestiftet von der Maschinenfabrik Bernhard Krone in Spelle, sind von den Karosseriebauern Uli und Finn Weinberg in Zetel im Landkreis Friesland nach Spanten und Risszeichnungen von damals verarbeitet worden. Serienfahrgestell und Original-Dieselmotor vom Typ D19 waren zu der Zeit schon überarbeitet und miteinander verbunden. Mit nur 48 Kilogramm ist der filigrane Gitterrohrrahmen ein Leichtgewicht, auf den jetzt noch das Aluminiumkleid gedengelt werden muss. Seit der ersten Spende von Niedersachsen Metall haben sich Unternehmen wie die ZF Friedrichshafen AG, die Maschinenfabrik Bernhard Krone, die Firma Liebherr und der HDI finanziell und per Sachleistungen engagiert.
Störi bei Buckenem in Südniedersachsen. Vorbereitung zu ersten Probefahrten des wiedererstandenen Rekorddiesels in der Feldmark am 29. September 2013. Exakt 100 Jahre nach dem Todestag von Rudolf Diesel, des Mannes, mit dem alles begann. Das beachtliche Reifestadium des Fahrzeugs ist, neben den bereits genannten Sponsoren, zahlreichen ehrenamtlichen Schraubern und weiteren Gönnern zu verdanken. Dazu gehören unter anderem die Virtual Shape Research GmbH, die Firmen Hewlett-Packard und der 3D-Messdienstleister Tremetrik, die Weiß AG und das Karosserie- und Lackierzentrum Meyer. Noch kommt der Hanomag-Rekorddiesel als übertriebenes Frischluftfahrzeug daher. Es muss und wird gelingen, diesem wiedererstandenen außergewöhnlichen Zeugnis deutscher Automobilgeschichte einen Anzug zu verpassen. 75 Jahre nach den Rekordfahrten auf der Autobahn bei Dessau.